nicht, wir dürfen. Where am I? Sie stirbt. Die hat diese Stimme. Lol. Dass sie dort ist, ist Blasphemie. Sie muss zu ihrer Mutter. Mutter? Was ist denn wach? What the fuck? Aloy. Es tut mir leid. What the fuck? What the fuck? Was war das? Lol. Wir haben noch die Narbe von der Wunde. What the actually fuck was this? Anscheinend wohl nur ein Traum. Nein. What the fuck, wo ist ihr Fokus, ne? Ich muss hier irgendwie raus. Wo ist sie vor allen Dingen? Wo die sie jetzt entführt? Ne, sie wurde den Weg runtergeschubst. Ich brauch den Fokus. Nein. Die Erprobung. Mich gerettet. Ja. Er muss mich noch gefunden haben. Ja, Digga. Der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Der Leib des Bärens. Bin ich. Suche nach deinem Fokus. Mit dem Fokus. Suche nach deinem Fokus. Mit dem Fokus. Und was hier? Nix. Nee, nix. Ist da hinten? Hinten ist wieder so eine komische. Es sieht doch so aus wie hier, da wo wir als Kind reingestolpert sind. Ist hier dasselbe? Where am I? Meine Sachen, gut. Und wo ist mein Fokus? Hauptsache Fokus. Ja, oh, okay. Jetzt ist der Fokus noch da, allerwichtigste. Und irgendwo kommt Wind. Bin ich etwa im Heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Oh mein Gott. Bin ich einfach eine Stammmutter? Ich sehe meinen Bogen nirgends. Und diesen kaputten Fokus, den ich diesem Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? Ja, ist es. Auf jeden Fall haben wir jetzt unseren Fokus. Können wir hier mal ein bisschen erkunden, was hier so alles ist. Ich muss weitersuchen. Ich will hier erst wirklich alles erkunden, wo man lang gehen kann. Vielleicht gibt es hier irgendwo Geheimnisse, was man erkennen kann. Das wissen wir ja mittlerweile, wie es geht. Ich empfange eine Art Signal. Was? Du, was ist das? Bunkertier. Gesicherte Eindämmungsluke. Warum ist da eine gesicherte Eindämmungsluke? Was ist das? Das muss der kaputte Fokus sein, den ich dem Mörder abgenommen habe. Der ist in der Bunkertier. Nähe. Kann man nicht mehr irgendwo lang? Okay. Tür öffnen. Hier links. Gibt's hier auch rechts? Mal schauen, was hier rechts ist. Das sieht hier wie die Ruinen aus, in die ich als Kind gefallen bin. Kommen wir einmal schon durch? Diesen Ort nicht erbaut. Es waren die Alten. Aber warum? Mal schauen, was hier ist. Warum sollten die Alten so ein Ding hier einbauen? Was ist das? Energiezelle? Eine Art Energiezelle. Wozu die wohl gut ist? Das ist eine gute Frage, auf jeden Fall. Warte. Ah, ich kann das Menü nicht öffnen. Mann. Sagst du, öffne das Menü.
Ich kann das Menü nicht öffnen. Das ist sad. Das ist richtig sad. Das ist richtig, richtig sad. Egal, wir... Waren wir hier? Hier kamen wir, ne? Wahrscheinlich, ja. Mal schauen, was ist hier? Auch nichts Besonderes. Dann, let's go zu dem... Oh, da, mit meinen anderen Sachen. Vermutlich ein Fokus, der in Netzwerkverbindung sucht, die gestört übertragen wird auf Schäden an Geräten. Achso, du bedrückt halten. Ausrüstung einsammeln. Endlich haben wir unsere Ausrüstungen wieder. Aber where are we? Wo? Wie am Anfang. Geil. Also wie. Als wir den Bogen bekommen haben. Die andere Fokus. Was macht die damit? Ist gerade kaputt gegangen einfach. What the fuck? What the fuck? Alle Kommandanten, Ausgrabungen stoppen und sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Das wäre der ekelhafte Mann. What the fuck is that? Bild der Zielperson. Hä? Vor allem, was will der von uns? Wer sagt, dass ich genauso bin? Was ist sie? Ich durch Olens Fokus. Lol. Das war Olen auch einer von denen. Ihr dürft nicht länger auf Ted hören. Hört endlich auf mich. Wo kommt das her? Von wann? Ist das die Zukunft? Weil es war ja Ted. Also der... Bin das ich in der Zukunft? Bist du meine Mutter? Zumindest... Sieht sehr ähnlich aus. Aber könnte sie auch... Weil ich aussehe wie du. Warum soll sie deswegen sterben? Aloy, du Alter. Bist wahr? Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? What zu dem the... Ort, an dem du geboren wurdest. Hier? Warum sollte ich da geboren sein? Das ergibt, glaube ich, genau... Es ist besser, es zu zeigen. Das ist genauso unlogisch wie alles andere hier. Da geht's lang, aber egal, wir sollten sie lieber folgen. Ich finde es unlogisch, dass sie das hier erlauben, obwohl es dasselbe ist, wo wir reingefallen sind und das ist verboten. Warum sind wir hier? Du warst dem Tod nah und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Bei meiner Mutter? Hier ist nirgendwo meine Mutter. Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Okay. Rede. Ähnelt meine Mutter mir. Bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Und warum wurde sie denn ausgestoßen? What the frick? Was ist das hier? Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Welchen Metallteufel? Aloy, das Erprobungsmassaker das ergibt war erst alles der furchtbare Anfang. Sing. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Alter. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und
Hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach. Und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Alles klar. Meinst du, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch Alter. Andere, wie Lansra, sahen dann da viel mehr eine dunkle Macht. Verstoßen, wenn ich das eigentlich Geschenk, allerheiligste Ding bin. Ein Fluch. Warum sollte ein Kind ein Fluch sein? Das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Mutter? Oh. Lol, mit Leuten? Der ist... Vielleicht ist meine Mutter dahinter. What the? Identity-Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Die Frau, da bin ich wieder. Also da ist diese Person wieder. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein. Wetten, da ist meine Mutter drin. Wetten? Wetten wir? Bitte, bitte. Warum meint ihr? Das verstehe ich nicht. Da zeige ich meine Mutter drin. Aloy, die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Was für eine Verderbnis? Wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. What the fuck? Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen von einer Frau mit kurzem Haar. Ja? Die Mörder wollten mich... Weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Mhm. Die Mörder sahen mich durch ihn. Das klingt komisch. Meridian. Stimmt, dann musst du das heilige Land verlassen. Okay. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Wie? Das klingt so nach richtig geheimnisvollen. Du sagtest, der Stamm könnte ausgerottet Geschäften. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Jesus. Krass, dass so viele sterben. Oh. Das ist auf jeden Fall eine Bunkertür. Die Mörder also muss kämpfen nicht Bunker allein. Sein. Auf irgendeine Art beherrschen Malerungen, sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder Lustige. Sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ja, ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Nix. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Aussterben? What the frick? Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Darum sind sie. Geh vor. Ist es getan? Ja. Sie weiß es. Schwester, und? Die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und Gerne. Wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra. Sei vernünftig. Lanza finden diese Lanzerhorn. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Alter. Die hat Probleme.
Die hat richtige Probleme. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Okay. Ich bereite die Hymne vor. Die Hymne der was? Jetzt für mich gespielt? Tolle Musik. Wir alle hoffen auf dich. Also singen können die ja relativ gut. Was? Tirsa, was ist dein Sucher? Du? Ich weiß gar nicht und mehr, was sie ist. Hier ist ein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Geil. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Geil. Servus. Hallo. Alles klar? Nein, jetzt nicht mehr. Weil? Ich eigentlich ein Video aufnehmen will, aber du störst gerade. Okay. Ja. Ciao. Ich kann überall hingehen? Ich kann also überall hin. Ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande. Oh, ich darf an die, oder die Ruinen der Metallwelt. Ruinen, ja, genau. Gibt's andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was war Rost? Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Nein, das ist jetzt die Zeit. Genau jetzt. Halt, stopp. Was Rost. Mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. Verdorbene Lande. Warum sind die Lande jenseits des Nora-Lands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Urmutter first. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Danke. Warum Metallwelt? Sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen Aber das ist doch wollten, auch eine Metallwelt. Löschte ihr Zorn ihre Städte aus. Aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber... ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Die du sagtest, Mörder. Ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Wo sind die genau? Ja. Aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch Varl. Einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Okay. Das ist wahrscheinlich... das hört sich nach Nebenquests an. So viele Was kann ich noch tun? Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Die nerv ich gerne. Ich sollte jetzt gehen. Na dann. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Okay. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian.
Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Oh, werde ich. Danke, Tiersa. Aufgestoßen bin Tiersa und für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Vielen Dank. Nora, ja. Und das ist sehr interessant. Mal schauen. Hier ist das Tor dann direkt neben der Ruine. Schau mal hier, da, wahrscheinlich da oben war der Krieg oder so, wahrscheinlich. Ich bin auf einer diesen Tag Tentakel lang gerannt, ne? Warum muss ich einfach random so einen Weg? Ich finde auch so einen unterirdischen Tunnel hier hoch, irgendwie so. So, hier haben wir noch ein Tor, haben wir noch mehr? Ah, hier ist alles zu schaffen, da finde ich verwendet für die Energiezelle. Ah, ja, genau hier die Nebenquest. Können wir dann auch gleich abholen dann? Aber wir sollen ja hier das machen. Leute, ich habe 4 Fertigkeitspunkte hier. Also, ach, Digga. 25. Schildweberin Outfit Kiste. Was ist das? Klingt cool. Okay. Nee, warte, ich wollte hier noch bei. Herstellen? Kann ich was herstellen? Nee, ne? Ja. Inventar. Jetzt ist es normal, das ist ja das Hässliche. Also, das ist nicht so gut. Das schützt mich ja mehr. Also, daher gleich über den. Und dann haben wir Energiezelle, genau. Und dann habe ich noch eine Dimension. Und ich habe einfach 4 freaking Fähigkeitspunkte. Das ist krass. Ich wollte mal durchschauen, was es so alles gibt. Schlag von oben, Schlag von unten, Schlag von oben, Schlag von unten. Sehr interessant. Anführerschlag, starker Schlag plus, stiller Sprint, Ausweichtalent, das ist starker Schlag und starker Schlag plus, das ist ganz gut, glaube ich. Der Schlag von oben machen wir es. Unauffällig, stille Landung, das ist ein Ausweichtalent, stiller Sprint. Schwerträger, Konzentrations plus, erhöht die maximale Leistung. Das heißt, Nachteil bei grobem Konzentration, ach Gott. Kritische Treffer plus, kritischer Treffer verursacht mehr Schaden, das ist gut. Doppelschiss, drücke beim Schienen R1 und bei allen Bogenwerf 1. Ja, das ist ja cool. Das will ich. Das sind 3 Feilen gleichzeitig. Das will ich. Das brauche ich. Will ich, brauche ich. Kriege ich, ne? Hier ist der Spruch, keine Ahnung, ist auch hier. Kann man das, ist es hier überhaupt sehr? Lockruf, Heiler, schnellere Heilung. Verdoppelt die Kapazität. Fallen und Stolpertritte können entschärft und erneut verwendet werden. Bastler, Waffenspulen, Artfeldgewebe können entfernt. Schauen, was hier ist. Finder zu schlechten natürliche Ressourcen. Chancen auf mehr Rohstoffe beim Plündern. Stell mit derselben Rohstoff meine Munition her. Das ist auch nicht gut. Hier Chancen auf mehr Rohstoffen beim Plündern und Vernichten von Maschinen. Und dann haben wir hier Reisender, Scherbenplünderer, zerlege Ressourcen und Modifikation in 50% ihres Metallscherbenwertes. Okay. Erhöht die Chance, heute Knochen, Linsen und Herz zu erbeuten. Erhöht Ressourcenchance, Inventarplätze um 20. Alles klar. Wann wird das Spiel eigentlich noch entwickelt? Wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Ah ja, Doppelschuss, ja, das brauche ich. Das hole ich mir auch. Also das und dann kann ich mir das erfüllen. So ein Kotzschwerwaffen tragen, what the fuck, so unnötig. Dann brauche ich noch einen Punkt mit 700, also 300. Dann habe ich einfach doppelte Schüsse. Das ist ja dann übelst krass. Nun. Reinigt euer Herz. Aber ich würde sagen. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben. Das war's mit diesem Video. Mal schauen, gibt es irgendwo ein Lagerfeuer. Hier dann erst. Ja, werden wir einstimmen. Danach müsste ja gespeichert werden. Okay. Und damit ciao, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Es war eine sehr interessante Folge. Vielleicht wird die auch ein bisschen länger, was ich nicht hoffe. Schauen. Und ja, schön verpassen. Und schreib's
Bitte in die Kommentare und lasst doch gerne ein Like da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und ciao.